Ich habe mich da so schnell verklickt. Ich begrüße euch heute zu History with Magnus. Meet the most brutal and violent European Hells Angels, the Rise of Hells Angels Dänemark werden wir heute zusammen machen, ganz spontan. Ob das nachträglich zu YouTube kommen kann, ich weiß es nicht. Es gibt da immer mal Copyright- und Urheberrechtprobleme. Warum das bei Twitch dann möglich ist, ich weiß es nicht, weil es da wahrscheinlich nur einen Monat gespeichert wird, dann wieder gelöscht wird. Ich weiß es nicht, aber wir schauen hier gleich rein. Also das Thema Dänemark, Skandinavien werden wir auf diesem Kanal natürlich auch noch intensiv durchgehen. Wir warten jetzt auf ein paar Zuschauer und dann starten wir in die Soge rein. Moin Leute. Ah, grüßt euch, schön, ich hoffe ihr habt Bock. So schnell wie ihr dabei seid, werden wir uns heute mal dem dänischen Rockerkrieg widmen, beziehungsweise einem Teil davon, den ich gefunden habe, den ich schon länger liegen habe, und ich habe Bock mal wieder auf was Englisches. Also, I hope your English is good wie like mine. Und deswegen werden wir das heute nehmen. Seid bereit, holt euer bestes Schulenglisch raus und dann gehen wir rein. Ich habe die Untertitel, glaube ich, an. Und dann werden wir jetzt mal starten und widmen uns dieser Doku. Hell's Angels Denmark started as a bunch of unorganized boys hanging out and driving their mopeds. But happenings in the USA caught their attention. And soon, they were the first one presenter club in the Nordic countries. Ja, wir haben jetzt das hier schon gesehen in den USA. Motorradclubs sind in den USA gegründet worden. Man sagt, die Outlaws 1930, 36, ja, mit die erste organisierte Motorradgang, natürlich die bekannteste der Welt, würde ich sagen, sind immer noch die Hells Angels. Auch das kann man sagen, die Hells Angels mittlerweile verboten in Dänemark seit 2019, was ein herber Schlag war, gilt dort als kriminelle Vereinigung. Da war natürlich auch viel los. Dänemark in Kopenhagen gegründet und ja, dann hat man das gesehen, okay, die sind organisiert und dann haben sich halt auch, ja, Motorradfahrende junge Menschen, die vielleicht auch nicht in die Gesellschaft gepasst haben, dann zusammengetan, um zu sagen, okay, nach dem Vorbild, da wollen wir auch mitmachen, wir wollen auch Hells Angels werden, wir wollen auch Motorradclub machen. Das ist ja dann sehr, sehr schnell nach Europa rübergeschwappt. Es war immer mal so eine Nische, bis natürlich diese großen Expandierungen kamen. Ich würde mal sagen, erst in den 90ern und dann ganz krass in den 2000ern. Wo dann ja wirklich so gut wie jeder dann aufgenommen wurde, Clubs aufgemacht worden, wozu wir ja auch gezählt haben. Und aber zu dieser Zeit, dann musste man noch sich vorstellen, die sind noch in die USA rübergeflogen und haben sich dann dort vorgestellt und haben gesagt, Mensch, wir würden gerne bei euch mitmachen. Und dann wurde man getestet, musste man manchmal vorstellig werden und dann ist man mit der Kutte zurückgekommen und hat dann diese Chapter gegründet. Und Kopenhagen war immer ein sehr, sehr großes Chapter. Aber wenn jemand anderes kommt und es geht um Gebiete, es geht um Geld, Macht, Gewalt, Einfluss, dann findet irgendjemand anderes das scheiße und dann ist es auch in Dänemark zu diesem Rockerkrieg gekommen. Da spricht von dem großen nordischen Rockerkrieg. Aber jetzt hier wird es hauptsächlich um Dänemark gehen. Alles andere werden wir natürlich nach und nach auch mal aufarbeiten. Und jetzt geht's um Dänemark. They became the most brutal and violent club in Europe, with almost half the original founding members earning the patch Filthy Few for murder. And ja, also kann man mal sagen, sympathisches Bild. Das ist auch noch so, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber das hat natürlich für mich noch so eine Art Rocker-Optik. Ich komme da heute nicht gegen an, ich sag's ganz ehrlich, ich komme da nicht gegen an mit Gucci-T-Shirt und dann diese, ich finde diese peinliche Gucci-Tasche über die Brust und Bauch ist einfach nicht, ist nicht meins. Vielleicht bin ich zu alt dafür oder zu spießig oder zu, ich weiß es nicht. Hat natürlich noch was Rockermäßiges, man sieht das hier natürlich auch mit den SS-Devotionalien, Wehrmachts-Devotionalien, das ist so typisch aus den USA übernommen worden.
Und hier steht auch Filthy Few drauf. Also hier ist ein Filthy Few Patch, der ist schwarz. Filthy Few, Filthy Few, Filthy Few, Filthy Few. Okay, die sechs haben alle ein Filthy Few. Und die Filthy Few heißt, dass man für den Club getötet hat. Da gibt es Interpretationen ganz unterschiedlich, ich weiß es nicht genau, aber man sagt es. Das steht so im Raum, dass man für um diesen Filthy Few Patch zu kriegen, für den Club getötet hat oder getötet hat. Und die Hälfte der Mitglieder des Charters der Hells Angels Kopenhagen haben dieses Patch bekommen. Ich meine, das ist mal eine Ansage, ne? Ist so, wo ich sagen würde, wo ich auch Straßenseite wechseln oder mich schnell im Starbucks oder im Tchibo verstecken, keine Ahnung. Also ist dann so, wäre dann so auch nicht so meine Welt. Also da war wirklich, da hat so ein Menschenleben dann auch gar nichts gezählt. Ne? Aber das ist noch so, wie man sich zumindestens, wie ich mir immer noch Rocker, Biker vorstelle. Also ohne das Patch hoffentlich. And doing long prison terms. They annihilated their Danish rivals and were the leading angel chapter in the great Nordic Biker War against Bandidos and the Outlaws before declaring war. Also, wir haben hier eben gerade They annihilated. den Bullshit-MC gesehen, gegen den auch dieser Krieg geführt wurde, in den 80ern bis in die 90er, und die dann auch diesen Krieg sozusagen verloren haben. Da wurden ganz unterschiedlich in Skandinavien Menschen erschossen mit Maschinenpistolen. Es wurde dann mit einer Panzerfaust aufs Clubhaus geschossen, der Hells Angels. Ich meine, der Panzerfaustanschlag war auf das Clubhaus der Hells Angels. Ja, Geldwurst schreibt gerade, aber das ist doch fake. Wer feiert sich auf Bilder mit Patches ab? Das geht doch nur da, wo es keine Polizei etc. gibt. Nein, 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 nein. Das hat es in Deutschland auch schon gegeben. Ich glaube, dass dieser Rocker Kai M., die Mörder werden ja immer noch gesucht. Da ist ja einer, glaube ich, in den Iran geflohen. Und nachdem dieser Rocker Kai, auch ein Hells Angel, vermisst wurde, und da wurde ja sein tätowierter Arm gefunden in einem Betonblock im Rhein. Boah, das zählt man aneinander in einem Betonblock. Naja, nicht einmal. Soll einer der Täter sich auch sofort ein Filthy Few Tattoo hier gemacht haben auf die Brust. Und das ist natürlich für die Polizei schon ein Hinweis, aber hat was mit Status zu tun innerhalb der Gang. Also da geht es ganz viel um Status. Ralf, grüß dich, mein Freund. Also das ist wirklich für viele ein Grund zu töten. Das ist einfach so, da braucht man nicht immer einen heißen Brei drum herumreden. Das ist für viele ein Grund, dann ja, Menschen zu erschießen. Ja, Zementsneaker, ja, so ungefähr. Ja, dieser Bullshit-MC, den gibt es nicht mehr. Die haben dann Krieg geführt, und da meine ich wirklich Krieg. Their Danish rivals and were the leading angel chapter in the great Nordic Biker War again. Ja, Outlaws, Bandidos gibt es auch. Ich werde morgen was zu den Outlaws machen, auch zu dem zerstückelten Mann, zu dem Herrn Mack. In Thailand, die Bandidos spielen nach wie vor in Skandinavien eine Rolle, auch in Dänemark. Viele Deutsche sind auch zu den Bandidos Dänemark dann gewechselt. Ich glaube, die Bandidos Dänemark sind nicht verboten. Ich glaube, nur die Hells Angels. Outlaws gibt es auch. Auch die Outlaws wachsen in Deutschland. Ich war erschrocken, ich habe gestern ein bisschen recherchiert, dass sie auch mittlerweile hier 30 Chapter haben. Die Outlaws immer noch für mich so vielleicht so die realsten, wo es um Motorradfahren geht, die dann auch. Ist ja der große 1%-Club aus Deutschland, der kein Kuttenverbot bekommen hat, weil sie sich zumindest nicht an diesen Rockerkriegen so beteiligt hatten. Ne? In Deutschland die Kutten von Hells Angels, Bandidos und Gremium verboten und deren Supportorganisation. Und die Outlaws nach wie vor von diesem Kuttenverbot nicht betroffen. Ja, Crash, es bleibt am Ende ein Menschenleben, damit man sich ein Statussymbol verdient. Ja, und ein gesticktes Patch, ne? Against Bandidos and the Outlaws, before declaring war on the immigrant gang. Oh, wie ich das Logo so sehe. Ich bin ja auch mit sowas durch die Gegend gelaufen. Boah, das ist so Paint. Ja, na gut. Brothers.
Hacking Community. Ja, wie Lü? Der Krieg um Drogengeschäfte in Dänemark, Skandinavien hatte viel zu tun, weil Migranten auch in diesem Feld mitgemischt haben, die natürlich auch auf ihr Geld nicht verzichten wollten und dann Platz gemacht haben. Da gab es Krieg untereinander, dass jemand nachher kaum mehr durchgesehen hat, wer auf wessen Seite ist. Und dass es dann so gekommen ist, dass dann diese Banden aus jungen Migranten teilweise in Support-Clubs aufgenommen worden sind oder die Anführer dann halt auch zu Rockern gemacht worden, um deren Rücken mitzuerhalten. Ja, eine Taktik, die in Deutschland auch genutzt wurde, aber sich als aus meiner Sicht eher fatal rausgestellt hat. Hvis jeg vil påstå, at jeg overhovedet ikke så op til rockermiljøerne. Ja, also da sagt dieser aus, sagte natürlich hat er zu dem Biker-Milieu aufgeguckt. Das hat in der kriminellen Welt hat das ein gewisses Standing. Ja, also das ist ganz ehrfürchtig, sind die Leute auch, wenn du sagst, ja, ich hatte das erst einmal in meinem Leben da Kontakt zu Mafia-Strukturen. Ah, nee, zweimal. Das ist dann schon, wo ein regionaler Krimineller sagt, oh, ja, mit der Drangheta oder Cosa Nostra oder sonst irgendwas will man sich nicht anlegen oder mit gewissen, albanisch-russische Mafia, irgendwas, hat trotzdem diese Ausstrahlung von Rockerkunden ist was anderes, als wenn du dir einen bedruckten Pullover hast und du gehörst zu einer weltweiten Bruderschaft. Ich weiß nicht, warum hier alles nicht übersetzt wird, aber einige von euch sind ja des Englischen hoffentlich a little bit mächtig. Jynke und Blondie und die Drab, die foretog, war helt klart noget, som kørte i mit hoved, da jeg var ung. HSN. Also, das sind ganz bekannte Hells Angels, Blondie und Jynke. Ich glaube, Blondie war auch Hells Angel. Es gab dann ja. Einer hat gewechselt, wer war denn das, wie hieß denn der, Brian Sonderberg, also Jynke Nielsen, ja, also Blondie und Jynke waren Anführer auch von Hells Angels in Kopenhagen, Dänemark, und Brian Sandberg war dann auch bei den Hells Angels, der dann aber rausgeschmissen wurde, glaube ich, weil der eine Frau, eine Ex-Freundin von einem Clubbruder genagelt hatte und dann ist er bei den Bandidos rein. Also da war richtig viel los. Und den Zoo in Danmark ist Startskuddet. So, selvom HA ikke er den eneste Gruppierung in Danmark i dag. Also, was er gesagt hat, die richtige Gang-Mentalität und Gang-Gründung haben angefangen in Dänemark, eigentlich mit dem Eintritt der Hells Angels in Dänemark, die dann das erste Mal vielleicht so eine Art Gang-Mentalität mitgebracht haben nach Dänemark und dass ab dann erst diese Gang-Mentalität losging. So er die andre de facto formet af, hvad HA implementeret til at starte med. Gut, verstanden. Erst nachdem die Hells Angels dieses Gangleben in der sozusagen geschaffen haben in Dänemark, ist alles andere erst nachgefolgt. This is the story of the most violent and brutal Hells Angels chapter in Europe. Hells Angels Denmark. Og hele vejen tilbage til HA's stiftelse, så er det jo stiftet af militærfolk. Og man har kørt det meget militært med hierarki, med positioner som løjtnant eller general eller hvad man nu har kaldt dem, hvor at ich habe es mal gesagt, viele besonders Männer fühlen sich wohl in hierarchischen Strukturen. Hier wird es gesagt, es ist eine sehr militärische Form, die dann auch gekommen ist, was sich ja dann bei vielen Gangs auch durchgesetzt hat. Viele haben auch das vom Militär übernommen. Ich glaube, die Rockerclubs waren so die ersten, die das vom Militär übernommen haben, weil das ehemalige Militärs waren in den USA.
und haben gesehen, okay, auch eine Gruppe von Gesetzlosen muss irgendwie geführt werden. Das ist so ein bisschen ein Paradoxon, dass die Leute sagen, wir wollen nicht nach gesellschaftlichen Regeln leben und wir leben frei, unbekümmert und in den Tag hinein. Und dann schafft man sich selber einen Präsident, Vizepräsident, einen Sekretär, ein Treasurer, ein Kassenwart, ein Road Captain, der ausfährt, dann jemand, der die Regeln einhält, dann wird ein großes Regelbuch geschrieben. Aber ich kann das sagen, sobald ein paar Männer aufeinander hocken, braucht man Regeln. Das ist einfach so. Ja, mehr Regeln als ein Kleingartenverein, das ist so. At man starter et sted og i takt af ens kvalifikationer. Okay, jetzt wird hier gesagt, when you're starting somewhere and according to your qualifications, rise in rank. Naja. Also, dass es nur nach Qualifikationen geht. Also man steigt nicht nur auf nach Qualifikationen. Es sei denn, okay, es geht immer um Geld. Und ich habe es gesagt, dass in vielen Positionen oben bei den Clubs heutzutage keine Kriegspräsidenten mehr sind, sondern dass da teilweise oder sehr häufig sehr schlaue, manipulative, menschenführende, charismatische Personen sind. Das ist so. Das hat sich durchgesetzt von den Kriegspräsidenten. Heute, wenn jemand ein Charter-Chapter erfolgreich führt bei großen Clubs oder kleinen Clubs, braucht man eigentlich einen Präsidenten, der durchsieht. Je erfolgreicher der Präsident oben ist mit Menschenführung und sagt, okay, wir müssen nicht in jede Diskothek gehen, weil irgendjemand über uns gelästert haben, den knallen wir jetzt ab und wir schmeißen eine Handgranate auf unsere Feinde, nur weil die mal durch die Stadt gefahren sind. Das sind die eher erfolgreichen Präsidenten, die länger bleiben, weil irgendwann guckt man hin und sagt, Krawall guckt der Staat hin und andere Clubs fangen auch an zu jagen. Es wird dann hinten rum gemeckert und es geht natürlich auch immer um Geld. Du kannst aufsteigen in den Clubs mit Geld und Beziehungen. Offring stiger i graderne. I midten af 70'erne var der jo ikke rockerbander. Vi brugte ofte lidt humoristisk ord i politiet, at du var bare en almindelig husholdningskriminel. Men det er en ideologi, der kommer fra USA. Household criminals, also irgendwie so einzelne, ich weiß nicht, kleine Grüppchen oder Einzelpersonen, wahrscheinlich Duos, Trios, ne, Olsen-Bande, die unterwegs waren. Und jetzt steht, natürlich kam dann die Ideologie, dass aus den USA, die dann kam und mit dem Hells Angels-Konzept, dass die Jungs sich dann zusammengetan haben. USA, og der kom Hells Angels konceptet jo også fra. Og så har man hørt, i aviserne har man jo læst om Hells Angels over for USA. Das ist Jonke Nielsen, also ein sehr, sehr bekannter Rocker. Der hat mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei Biografien geschrieben, veröffentlicht auch Kriminalbücher. Ich meine, der war auch fast 40 Jahre oder so Hells Angel. Der war richtig lange dabei. Jetzt steht hier Former Hells Angel. Ich wusste gar nicht, dass der raus ist. Kriegt jemand das schnell gegoogelt, wann der raus ist? Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit. Saß, glaube ich, auch 20 Jahre im Knast, hat auch jemand getötet. Hat, glaube ich, zwei Menschen getötet. Ich glaube, der hat nochmal in Notwehr auch noch jemand. Ja, eventuell auch zwei oder drei Biografien beendet. Ja, ich glaube, er hat zwei Menschen getötet. Einmal mit einer Maschinenpistole und einmal in Notwehr. Ich habe seine Biografien gelesen. Es war ewig lange her. Selbst als junger Rechtsextremist hatte das auf mich eine große Ausstrahlung, was die dort gemacht haben. Ja, was sagt er? Wir haben in der Zeitung über die Hells Angels gelesen und ja, war eine große Sache für die. USA, so das war ein großes Ding. Abud Mustafa is a former member of the immigrant gang Brothas and says that Hell's Angels Denmark inspired them, something that would ultimately lead to a war between the two groups. Ja, spannend dann immer wieder. Das haben wir ja in Deutschland auch ein paar Mal gesehen, dass immer wieder
aus dem Bereich von jungen Migranten dann auch Gangs gegründet worden sind, um halt auch gegen gewisse Strukturen zu bestehen, Geschäfte zu übernehmen, Geschäfte überhaupt zu machen. Ich nenne da mal so Black Jackets, die Osmanen, Germania, was es da so alles gab. Dann gab es da kurdische Rockerclubs, die sie gegründet haben. Dann haben ja aus dem Bereich der Clans sind dann welche zu den Mongols gegangen, die das dann auch adaptiert haben und dann auch diese Strukturen übernommen und teilweise Rocker geworden sind oder Rocker-ähnliche Gruppierungen, nennt das die Polizei. Aber es war klar, wenn man dann so eine Gruppierung, eine Gegengruppierung gründet, dann irgendwie mit Pullovern und man ist im gleichen Business. Ich sag's immer wieder, wenn man in der Kriminalität, ein krimineller Kuchen hat nur eine gewisse Größe. Ja, United Tribunes, genau. Ein krimineller Kuchen hat nur eine gewisse Größe. Ja, also wenn das der Kuchen ist, das Geschäft kann man ein bisschen künstlich aufblasen, aber das ist das grundsätzliche Geschäft, das du machen kannst. Und das gehört jetzt einem und da kommt eine neue Gruppierung und nimmt von dem Kuchen ein Viertel weg. Da ist jemand, der vorher den Kuchen hatte, nicht begeistert. Die Leute in der Gang müssen bezahlt werden, der Geldfluss, und man will nicht weniger Geld haben. Sobald man anfängt, schnelles Geld zu verdienen, gibt man auch schnelles Geld aus. Und dann merkt man das, oh Gott, wir machen weniger Business, wir werden weniger los. Irgendwelche Leute kaufen woanders und das finden Leute, die diesen Kuchen verlieren, scheiße. Und dann hörst du natürlich, da ist eine neue Gang, die machen das. Wenn ich backe, schmeckt der Kuchen auch kriminell. Bei Marisa auch. Altså i HR's regi var det jo sådan, at man startede som hangaround, og afhængig af hvad man så foretog sig, så blev man så prospect, og senere hen, så kunne man så få, altså man havde en udsigt til at få en vest, blive fuldgyldig HR-medlem, og at blive fuldgyldig. Ja, altså der ganz normale gang, sagt er hier, der übliche ist, ne? Du hängst da erstmal rum, dann wirst du ein Hänger, wobei die... Also du kannst nicht in einen Hells Angels Club ausgehen und sagen, kann ich jetzt bei euch mit rumhängen, und dann kriegst du eine Lederweste mit einem Hangaround-Schild. Ne? Also das ist irgendwie manchmal falsch interpretiert, sondern grundsätzlich musst du erstmal jemanden kennen, hängst da rum, dann kannst du irgendwann fragen, Mensch, ich würde hier gerne mehr machen und passe ich zu euch, dann lernt man dich kennen, dann wirst du Hänger, Prospect und dann irgendwann Member. Das kann aber in einigen Ländern, es hat in Deutschland teilweise nur ein Jahr gedauert, das hat auch viel Ärger gebracht. Es gibt auch jetzt gerade in Deutschland, in Bielefeld ist ja gerade was los, kann ich jedem mal empfehlen nachzulesen, vielleicht machen wir dazu noch was. Und das kann in einigen Ländern kann das Jahre dauern, das kann 3, 4, 5, 6, 7 Jahre dauern in einigen Ländern, die da sehr, sehr hohen Anspruch haben. In den USA ist das gang und gäbe bei einigen Chartern, die sich da als sehr elitär empfinden. Die kriegen Augenzucken und einen epileptischen Anfall, wenn die sehen, wie Member aufgenommen wurden in Deutschland. Das muss so lustig gewesen sein, weil es gibt ja einen Rundbrief bei den meisten Clubs, wenn jemand den Club verlassen hat oder wenn jemand in den Club aufgenommen wurde. Die E-Mails, die müssen so hin und her geflogen sein zu einer gewissen Zeit. Ja, wir haben jetzt hier wieder gerade den aufgenommen, jeden Tag den aufgenommen, da wurden die 5 aufgenommen, da haben wir die Prospects und ja, eine Woche später die 8 haben wir wieder rausgeschmissen, die 6 wieder raus, dann die 5 wieder rüber. Das muss ein Hin und Her gewesen sein, da müssen andere auf der Welt, die müssen mit dem Kopf geschüttelt haben und haben gesagt, alter Falter, ich brauche mal aus Deutschland keinen Namen merken, weil ich nicht weiß, ob die Janemann schreibt, ein Freund von mir war damals auch bei den Blackjacks, saß auch wegen so einer total dämlichen Sache in Süddeutschland ein, pro forma in Zug, bin froh, dass er da raus ist, er hat sich glücklicherweise gut gefangen. Gratulation. Die HA-Medlem er inden for de rækker det ultimative, hvorimod at på samme måde der var ingen sammenligning i bandemiljøet. Ja, also diese ganze Struktur ist dann das, was dieser ehemalige Gangmember dann sagt. Diese ganze Struktur ist rübergeschwappt nach Dänemark, überhaupt erst mit den Hells Angels, dass man dieses Hangaround, Prospect, Member und dass man dann als Member auch noch sozusagen ja, in den Rängen aufsteigen kann, ne, bis hin natürlich zur höchsten Position Präsident eines Charters. The biggest biker club in Denmark at the time was the Nomads.
who had 30 members, coming from middle-class families, and they were very inspired by American biker culture. The bike. The Bastards? Nee, The Nomads. Entschuldigung, wie bin ich darauf jetzt gekommen? Ja, also man hat dann diese Strukturen gesehen, dann haben einige sich nicht die Mühe gemacht und haben gesagt, okay, wir gehen in die USA und wollen uns einem amerikanischen Club anschließen, sondern gut, wir können uns in Dänemark selber Patches machen. Und ja, haben das dann übernommen und haben dann die Nomads Dänemark gegründet. 30 Leute. Waren sehr inspiriert von American Biker Culture. The biker clubs in America had gotten a lot of attention after several violent incidences and a hailstorm of biker movies during the 60s and 70s. In the beginning, they were not very well organized and only rode mopeds. Ja, wie immer ist das so, wenn Popkultur was ja einen Einfluss hat. Easy Rider, sowas. Es gab noch andere Filme, Bikerfilme, auch in Deutschland gab es dann die ersten Bikerfilme. Und ja, das hat junge Leute abgeholt, die dann irgendwie nicht auf der Hippie-Welle mitgeschwommen sind, die da nicht reinpassten. Und das hatte dann einen großen Einfluss. Ich sagte das auch mal, was hatte auch diese Serie Sons of Anarchy, hatte auch einen großen Einfluss, dass Leute sich auf einmal dafür interessiert haben und alle auf einmal eine Kutte tragen wollten. Es gab ja dann sogar Kutten bei eBay zu bestellen, so original nachgemachte Sons of Anarchy Kutten, dass Leute dann gedacht haben, irgendwie, ich kaufe mir die und fahre damit in der Stadt rum mit diesem Dreiteiler. Das hat auch teilweise zu Ärger geführt. Und ja, genau, Janis Joplin hatte ein Hells Angel Logo auf dem Plattencover beworben. Ja, also da hat Popkultur auch immer wieder einen Einfluss auf junge Leute und sagen, geil, das ist was für mich, da will ich mitmachen und das übernehmen wir. Their biggest competitor and rival at the time was the Normandy Gang, who came from a poor neighborhood and low income families. In 1977... Normandy Gang, okay. Who came from a poor neighborhood and low income families. In 19... Da prallen zwei Welten, wir haben das gehört, Nomads aus Mittelklassefamilie, die ein bisschen Motorrad fahren wollen, sich dann Kutten machen, dann gibt es die Nora Mindys aus einem eher ärmlichen Stadtteil, aus Arbeiterfamilien, Streit vorprogrammiert. 1977, the Nomads moved headquarters and came closer to their rivals, something they didn't like. They now ambush the Nomads and shoot one of their rivals in the leg. However, a member... Ja, wie das so ist, Clubhaus in das Gebiet eines anderen verlegt. Gebietsschutz ist für viele Clubs weltweit ein großes Thema. Es gibt immer noch Städte, die von einzelnen Clubs beherrscht sind. Es gibt auch Städte, wo mehrere Clubs sind, in Absprache. Aber auch da gibt es immer einen Platzhirsch. Also ich habe es selten erlebt, dass es ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis gibt. Das ist... Da erinnert man sich auch dran in Berlin, wo dann Cardia Party mit von den Bandidos von Hells Angels rüber ist und die Bandidos dann richtig unter Druck geraten sind. Da hat sich mit den Bandidos in Berlin so gut wie erledigt. Solche Wechsel auch finde ich kritisch. Also von dem größten Rivalen zu dem anderen. Erst irgendwie sagst du hier, das ist mein Leben, und dann gehst du zu dem größten Erzfeind, der dich 10 Jahre niederknallen wollte, und jetzt willst du deine alten Brüder irgendwie abknallen. Puh, ja. Auf jeden Fall gab es dann hier die ersten Schüsse ins Bein. Ja. Member of the Noramind Gang, Kim Mortensen, is shot in the throat and killed. The shot is so powerful that he is blown out of the door and lands on the street outside. Ja. Gab's den ersten Toten, ja, was sehen wir hier, 88 in Dänemark, natürlich mit Hakenkreuzen, und Rechtsextremismus darf in Dänemark auch nicht fehlen, auch immer eine sehr, sehr starke, große rechtsextreme Szene, die aber auch von der Polizei sehr gut in den Griff bekommen wurde, zumindest nach Äußerlichkeiten, war ja sehr, sehr stark in einem Musikvertrieb drin, aber der erste Tote aus den Reihen der Nora Mindy Gang mit der Shotgun durch die Tür geschossen, ist eigentlich immer nur so Hollywood-mäßig. Ja, das können Leute, die
die sich das nicht vorstellen können, aber diese Gebiete und diese Kutten bedeuten den Leuten, die dabei sind und so wie es auch bei mir war, die bedeuten denen alles und dafür ist man bereit, auch dementsprechend alles zu tun. Ikke alene bliver Kim skudt, men mens han ligger og udånder, inden politiet ankommer, der bliver han mishandlet på den måde, at hans tænder bliver slået ned i halsen på ham af et eller andet stumt instrument, som man ikke finder ud af, hvad er. Ja, also nicht nur erschossen, sondern dann auch noch, wie nennt man das, eine, das ist so Übertötung. Ne, das hat dann immer was irgendwie mit Leidenschaft, Wut und so zu tun. Nicht nur erschossen, sondern auch noch draußen mit einem stumpfen Gegenstand, dann noch die Zähne ausgeschlagen in den Mund und nochmal das Gesicht brutalst misshandelt. Da kann man sich vorstellen, wie so eine Gruppen dann einen Hass gegeneinander haben, dass du das dann machst, ne? Um dann so ein Patch zu kriegen. Nu skal man jo tænke på, at folk er jo ophidset, og det er fjenden og så videre. Ja, die Leute, was er auch gesagt, die Leute werden natürlich aufgepeitscht. Das ist der Feind, das ist der absolute Entmenschlichung. Ja, du hast auch nicht das Gefühl, du schießt dann da auf den Sören, ja, sondern du schießt auf die Kutte und das ist unser Feind. Das ist das absolut Schlimmste und dann bist du zu diesen Taten halt fähig. Das hat genauso was mit Entmenschlichung zu tun wie im Extremismusbereich auch. Ja, und hier sehen wir jetzt den Bullshit-MC. The deceased's brothers are furious over the murder. And this is the beginning of the conflict between the two in what has been dubbed the first Danish biker war. Ja, wenn man die Bilder so sieht, ist das ja, ist halt noch eine andere Zeit, ne? Hatte eine große Ausstrahlung auf mich, bin ich ganz ehrlich. However, no one gets convicted for the murder and the two groups now start to organize. Nora Mine Day now merge with the ja. Keiner verurteilt, keiner ermittelt und Nora Mindy fusioniert jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Bullshit MC. The filthy few and becomes Bullshit MC to oppose their rivals' influence. Ja, diese Fusionierungen haben oft stattgefunden, immer wieder, um Macht auch zu sichern. Ohne Expansion wäre es nicht gegangen. Wir haben es in Deutschland gesehen, wir haben es in ganz Europa gesehen, in den USA, in Australien ist das viel passiert. Gab es Fusionen hin und her und das ist sonst gar nicht möglich. Du kannst dann teilweise mit 20, 30 Leuten dann auch diesen Krieg nicht führen. Du hast ja bei 20, 30 Leuten auch nicht nur Krieger dabei. Und dann, dass man dann zu einem größeren, stärkeren, vermeintlich stärkeren Club rübergeht, um dann mehr Manpower zu haben und eine Art Schutz zu haben, ja, ist relativ normal. Was sehen wir da? Oh. It's about respect, it's about power and it's about territory. Ja, Respekt, Macht und Gebiet. So einfach ist es, ich sag's immer wieder. Viele, viele dieser Gewalttaten sind passiert, weil irgendjemand von jemand anderen den Ruf beschädigt hat oder ihm das Gesicht genommen hat, dass er ihm die Ehre im Ehre und Stolz angegriffen hat. Deswegen sind ganz viele dieser Dinge passiert. So, ahoi Leute, schön, dass ihr hier mit dabei seid. Dankeschön. But it sometimes escalates through women. The war with Ja, manchmal eskaliert es durch Frauen. Welche Überraschung, jetzt sehen wir hier die Mongols, oben sehen wir das Outlaw, den Charlie, glaube ich, heißt er bei der Outlaws. Da bin ich nur gerade drüber, aber kann sich jeder hier angucken, das Outlaws-Logo. Ja, manchmal eskaliert es durch Frauen. Welche Überraschung, kommen wir auch bald in der Schwarzen Schar-Serie zu einem Thema, was da passiert ist. Es ist auch zu schweren, schweren Gewalttaten gekommen. Und kommen wir auch zu. Das ist halt, dass ich, ja gut.
The Outlaws and the Mongols started because of a woman that got a new husband or boyfriend within the rivaling club. In 1976. Ja. Kannst du dir nicht ausdenken. Das ist so, warum ist das so? Jetzt ist eine Frau von, die war vorher vielleicht mit einem Outlaw zusammen und fand dann die Rocker-Szene gut. Dann hat sie sich getrennt von dem Outlaw oder er hat sie rausgeschmissen. Und dann hat sie sich gesagt, Mensch, ich will doch einen Rocker haben, aber zu dem will ich nicht mehr. Gehe ich zum anderen Club und bundle damit einen an. Das hat was damit zu tun, dass viele in diesen Kreisen, und so war ich auch drauf, sehen ihre Frauen als Besitz an. Und selbst wenn man getrennt ist, sehen das Männer dann teilweise noch an, dann darf die Frau trotzdem mit keinem neuen Mann zusammen sein. Selbst wenn sie selber wieder in einer neuen Beziehung sind, eine neue Frau haben, darf die Ex-Frau trotzdem nach Monaten oder Jahren immer noch nicht das machen, was sie will und mit wem zusammen sein. Da muss es so eine Art Okay geben. Und wenn sie dann natürlich zu jemandem geht, so der auch aus dem Motorradclub und 1% der Club kommt und sagt, ich scheiße auf deinen Ex-Mann, dann hat man das Gefühl, ich muss jetzt was tun. Dann wird der ganze Club, guck mal, die haben uns herabgewürdigt, die haben meine Frau genommen, die lachen über uns, die nehmen unseren ganzen Club nicht ernst. Ja, das ist relativ leicht zu erklären. Das ist genauso das, wie ich mich verhalten habe. Seven, a brawl breaks out between the Hells Angels and the Mongols over an ex-wife of an angel who was sleeping with a Mongol. This fight ended with a Hells Angel victory, but would also be the start of a war that continues to this day. Ja. 1977, eine Frau von der Hells Angel weg und schläft dann mit einem Mongol, kriegt man raus, dann eine Kneipenschlägerei. Ist nicht bei einer Kneipenschlägerei geblieben. 5 people were killed within 5 months and Hell's Angels even blew up a Mongol with a bomb and then targeted the funeral with another bomb. Ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. 5 Menschen innerhalb von 5 Monaten gestorben. Auch eine Bombe platziert und eine Bombe, dann auch nochmal eine versuchte Bombe auf die Beerdigung zu bringen. Da, ja, was soll man dazu sagen? Also, da ist jegliches logische, empathische Denken zu Ende. Da ist es einfach nur noch töten, töten, töten. Wenn du dann keinen in den Reihen hast, der sagt, stopp, stopp, wissen wir doch alle, worum das hier geht. Und klingt jetzt abwertend, soll um Gottes Willen, alles wegen einer Frau Kopfschüttel, ja. Ja, und da leidet doch jedes Geschäft, das ist auch so. Die meisten Kriminellen wissen, Frieden ist gut fürs Business, Krieg schadet dem Business. Das hat man auch in Hamburg gesehen, wenn die Polizei da auf den Plan kommt. Ja. The Danes are inspired and impressed by the fact that Hell's Angel blows up 2 members of the Mongols. Ja, war das völlig imponiert. Ja, das hat dann den dänischen Hells Angels imponiert. Also dieser Krieg Hells Angels Mongols ist ja in den USA. Ich glaube, ich weiß gar nicht, gibt es Mongols in Dänemark? Ich glaube nicht. Also das ist in den USA passiert. Und das hat die dann beeindruckt. Ja, beeindruckt. Imponeret over, at man indleverer et dæk i en motorcykelforretning, som er ejet af Mongols, og så springer et par af dem i luften. Og så springer et par mere i luften. Så det var da klart, når man så det, så tænkte man, hold da kæft, de går til vaflerne derovre. Ja. Also, ihr könnt es ja selber mitlesen, das Dänische wird nicht übersetzt. Dann, dass die Hells Angels einmal bei den Mongols dann irgendwie eine Bombe reingebracht haben, dann auf der Beerdigung auch noch 2 umgebracht haben, da war ich richtig beeindruckt. Also, als ich das gesehen habe, da war ich richtig beeindruckt. Das brauchen wir auch in Dänemark. Mensch, komm, lass doch die Scheiße nach Dänemark holen. It became so bad that the underboss of the LA Mafia called George Christie on the phone. It was so hot and heavy, the underboss of the LA Mafia called me. And all he said to me was, really, George, at a funeral? Ja, die Verstrickung zwischen der Mafia und Rockergruppierungen hat, glaube ich, eine lange Historie in den USA und in Kanada. Auch da haben wir ja die Überschneidung gesehen, wo es um Norm Boucher geht.
der da ja völlig freigedreht ist in Kanada, wo es da ja etliche, weiß nicht, Dutzende Tote gegeben hat und Polizisten und Kinder tot. Und wenn dann sogar so ein Untermafia-Boss anruft und sagt, Mensch, wirklich bei der Beerdigung eine Bombe, da weiß man, wie krass das dann dort unterwegs war. The beginning of Hell's Angel Denmark came when the Nomads got help to fix their motorbike by Hell's Angels Hamburg, when one of their bikes broke down while riding in Germany. The Nomads now set their sights on becoming Hell's Angel. Okay, das ist eine Information. Siehst du, das macht mir Spaß, warum ich das mit euch gucke. Also dieser Nomads MC, von dem wir vorhin gesprochen haben, der war in Deutschland unterwegs mit Motorrädern. Und als ein Motorrad kaputt ging, haben sie die Hells Angels Hamburg kennengelernt. Auch eines der ersten Charter überhaupt, eines der ältesten mit in Europa. Auch bis heute verboten. Und so sind Kontakte hergestellt. So, Motorrad kaputt, Hells Angels kennengelernt, haben wir Bock drauf. When the Hells Angels started expanding, just we would send people over to interact with them in their local environment, and we'd also bring them to California so they would understand what we're really all about. They receive a visit. Ja, also das, was ich gesagt habe, wenn man dann ein Teil davon sein wollte, musste man viele Besuche abstatten, ist dann hingefahren aus Kopenhagen, aus Dänemark, irgendwie nach Hamburg, feiert zusammen, lernt sich kennen. Dann heißt es, okay, ihr müsst in die USA rüberfliegen, da müsst ihr euch vorstellen, da müsst ihr die Regeln kennenlernen, ihr müsst berichten, wer seid ihr, wer macht mit, welche Beziehungen habt ihr. Da gab es dann halt noch regelrecht intensive Prüfungen in diese Richtung, ja, wie das so abgelaufen ist. Ist aber ein ganz üblicher Gang mal gewesen. Heute ist das ziemlich, ziemlich aufgeweicht. Mongols hat man auch in Dänemark. Ah, okay, Mongols, das wusste ich nicht. Mann, Digga, warum geht die immer da auf? Nervt das. Ah, Ortsfeinde nach Dänemark. Okay, seit wann gibt es die denn in Dänemark? So. Gehe ich mal auf die. Haben die Mongols noch eine Homepage? So, mal Mongols. Department of Justice. Justice.gov. Also mongolsmc.com gibt es irgendwie nicht mehr. Starting a Motorcycle Club steht da. Ist pending or renewal on deletion? Okay, na gut. Gut, kriegen wir bestimmt gleich Informationen von jemandem hier. Visit from Hell's Angel USA. And they see that the Danes have Ku Klux Klan clothes, something they had seen on TV and thought was cool, but the Americans were not impressed, which surprised the Danes. Ja, was für eine lustige kleine Anekdote. Man kann es nicht verifizieren, was dann alles richtig war. Also, dass dass amerikanische Hells Angels zu Besuch waren in Dänemark und dass die Dänen dann mit Ku Klux Klan Sachen unterwegs waren und aufgestellt hatten, waren die Amerikaner gar nicht begeistert davon. Die haben einen Bezug zu Insignien der Wehrmacht und Waffen-SS und so, damit in den USA bis heute. Aber ja, spannend dann irgendwie amerikanische Hells Angels zu beeindrucken über den Ku Klux Klan. Also das ist schon eine weirde, ein weirder Gedankengang, finde ich, oder? Also. Which surprised the Danes. They burn the KKK clothes and throw away the swastika flags. Oh. Sie verbrannten die Kugelslagenkleidung und verbrannten die Hakenkreuzfahnen. They now also get American motorcycles and get rid of their dirty clothes. While they are probationary members.
Oha, haben sie eine Ansage bekommen, nicht mehr so lodderig rumzulaufen. Also, oh, hier draußen ist schon wieder Hundekämpfe. So, wir haben ja 4 Hunde jetzt gerade hier. Wir haben noch einen von meiner Schwester gerade in der Pension. Digga, den ganzen Tag Bälle. Und ja, das kam bestimmt gut an erstmal. Der Besuch aus den USA, wo man dazugehören möchte, erstmal so, Feuertonnen an, so, alle bis auf die Unterhose ausziehen, Klamotten rein, Hakenkreuze rein und Kuckucksklan rein, so, wir starten nochmal bei Null. Kann man sich nicht ausdenken, kann man sich nicht ausdenken. They go to Amsterdam, but the visit goes wrong with the Dutch Angels. There is a gang rape of a Dutch woman, and one of the accused is Soren Langbal. Danung. Oha. Eine Vergewaltigung, Dänemark, da war was los. So, das muss man sich erstmal vorstellen. Ja. Die danske rockere, der går forrest i det, der bliver beskrevet som en... Some of the Danish bikers are in the front in what has been described as a gang rape of a Dutch woman. Okay. Massevoldtægt af en hollandsk kvinde. The Germans and the Englishmen who were also there were furious. Ja, das kann ich sagen. Also, ich will, Vergewaltigung kommt, egal wie, in diesen Clubs. Das ist so ein bisschen doppelmoralisch. Ne? Man hat kein Problem, Prostitution zu betreiben, Frauen zu unterdrücken, auszubeuten und so weiter. Trotzdem so Vergewaltigung von Clubmitgliedern, damit will der Club nicht in Verbindung gebracht werden. Und da muss ich dann auch sagen, dass viele, viele Mitglieder, egal in welchen Motorradclubs, damit überhaupt nicht konform gehen würden, wenn diese Straftaten bei einem Member aufkommen würden. Das würde bei den meisten Clubs zum Ausschluss führen. Und bevor Leute hier wieder ausrasten, dass ich alle Clubs, alle Member kriminalisiere, nein, ich kriminalisiere nicht alle bei den Hells Angels, bei den Bandidos, bei den Outlaws, bei Gremium oder sonst irgendwas. Ja, das hat damit nichts zu tun. Ja, also das mache ich nicht. Aber sowas ist bei den meisten Clubs, egal wie, alles, was in den Bereich Kinder geht, wirst du aus dem Club entsorgt und auch somit Vergewaltigung. Und da war das hier, da konnten die Deutschen und die Engländer auch nicht mit umgehen. So ein Hullihor, han tog der ned, efter han var blevet løsladt. Så han sad op på tilhørerrækkerne og råbte ned til dem, hvordan går det, gutter? Og der var de jo lige ved at kravle op af væggene, hvis det ikke var fordi, de havde været bevogtet og så videre for at smadre. Oha, ja. Also der ist dann wieder wegen dieser Gruppenvergewaltigung dann irgendwie aus dem Knast gekommen, hat dann zu den Jungs gesagt, Mensch, wie geht's euch, als aus dem Knast rauskam, oder wollten die den erstmal platt machen, und wenn die Polizei nicht da gewesen wäre, dann hätte sich das für ihn erledigt. Ich weiß nicht, ob wir rechts den Mann sehen, um den es geht. Soren's behavior complicates things for the Danes, but no witnesses come forward and Soren goes free. Okay, also... Keine Zeugen und wird dann freigelassen, aber der Vorwurf steht halt im Raum, ne? Der Vorwurf steht im Raum. They have to distance themselves from him. This will be resolved internally in the chapter. Bjorn Nielsen brings his new girlfriend to... Also, sie mussten... Schwerer Start dann, wenn du gerade versuchst, irgendwie Amerikaner zu beeindrucken und dann sagst du, ja, bei uns im Team ist hier jemand, der gerade wegen Vergewaltigung insitzt, aber es gibt keine Zeugen, aber war er wohl gewesen, und dann kriegst du noch Gegenwind von den Deutschen, von den Engländern. Ja, okay. Jonke Nielsen bringt seine, also nicht Jordan, Jonke heißt er. To the club's headquarter. A girl, he says, was his only true love, when a brawl suddenly develops. Two brothers attack Soren, and soon several people are involved in the brawl. Except it's not a fair fight. It's everyone against Soren. Und da går ikke ret langt. Schwer zu verstehen, den Zusammenhang. Also dieser Jonke Nielsen, habe ich ja gesagt, Mitbegründer und vielleicht der bekannteste Hells Angel, vielleicht auch aus Skandinavien, wenn man das so sagen darf. Ja, bringt seine einzig wahre Liebe ans Clubhaus, und dann ist hier der Soren. Ja. Wie das ausgegangen ist, gucken wir mal. So kann ich sehen, Dödi und Jabe kommen hin zu ihm. Und lige pludselig går det løs.
Og så begynder de at slås helt vildt med hinanden. Så han slås jo helt vildt med de to, men så er der flere, der blander sig. Og jeg sidder der med piger og tænker, nej, nej, nej. Og I skal tænke på, jeg har jo brugt uger på at forklare hende, hvor fedt og hyggeligt der er inde i klubben. Og nu... Ja, da hat er seine Freundin Pia lange überredet, dass sie mal mit ins Clubhaus kommt und sagt, hier, das ist eigentlich ein ganz normales Clubhaus, da kann man gut feiern und Party machen. Und das Nächste, was sie sieht, ist, dass er, dort ein Mann vor ihren Augen totgeschlagen wird. Nu kommer hun lige ind, og det første, hun ser, det er en, der bliver tævet ihjel lige foran hende, ikke? Det er jo ikke lige stilen. Ja. Ja. Das ist auch, das muss man sich da auch mal so vorstellen, dass wenn jemand rauskommt, ich war gerade wegen Vergewaltigung im Club, du musst doch da ein Gefühl vor haben, wenn du in das Clubhaus reinkommst und alle gucken dich irgendwie an und du versuchst jemand die Hand zu geben und du sagst, ich nehme erstmal ein Bierchen. Ich nehme erstmal ein Bierchen und dann kommt Jonke da mit seiner Pia rein und dann und so und sagt, Mensch Jungs, wann fahren wir denn wieder Motorrad und wo ist meine Hells Angels Prospektkutte und dann wird er da totgeschlagen. Das sind doch Geschichten, die kann sich kein RTL2-Redakteur ausdenken. His body is dragged to a back alley and left there. The next day, he is found dead. When any bike club, no matter who they are, when they're looking for potential members, they're going to evaluate, are these people willing to die for what we believe in? Because we're willing to die for what we believe in. Das ist so. Viele der Clubs sagen ja von sich, ja, wir suchen keine Member, sondern der Club findet die Member irgendwie. Also die Clubs sprechen keine Menschen an. Das habe ich anders erlebt. Die Clubs sprechen Leute an, die mitmachen sollen als Verstärkung, finanziell Einfluss, als Gewalttäter. Also das habe ich oft miterlebt. Sie behaupten nach außen, wird was anderes behauptet. Aber das habe ich regelmäßig so erlebt. Ja, klar geht es darum, wenn du bei uns mitmachst, bist du bereit, nach unseren Regeln zu leben und bist du bereit für den Club, wenn der Befehl kommt, alles zu tun. Wenn du dann sagst, nee, Gewalt finde ich scheiße, dann bist du in dem Club falsch. Oder wenn du nicht bereit bist, für das Patch zu sterben und dieses Patch auch zu verteidigen. For wannabe angel prospects, there is a test to see if they are willing to go all the way for the club. They would be told that there was going to be a violent event where they would be provoked, and if they are with you when that happens, they show that they are willing to go that way with you. But the most important... Also, diese Tests hat's gegeben. Auch da werde ich bei der Schwarzen Schar-Serie auch noch drüber sprechen. Auch da haben wir mal jemandem geholfen, da sein Ding durchzuziehen. Der wurde losgeschickt als Prospekt, als Aufgabe, dann jemand von einem anderen Club platt zu machen, anzugreifen. Diese Tests gibt es aber nicht für alle. Also das ist keine grundsätzliche Sache mehr. Oh, jetzt habe ich mir... Digga, ich bin so doof. Digga. So. Und die gibt es, ist aber nicht mehr grundsätzlich. Ich kenne viele, die dafür gar nichts gemacht haben. Part for the club is that they control the biker world in their country. Ja, besonders die Hells Angels haben den Anspruch, wir sind der bekannteste, größte und gefährlichste Motorradclub der Welt und wir sind nie auf Platz 2. Wir nehmen Land, wir nehmen nicht Platz 2 oder Platz 3 an. Ihr müsst der absolute Platzhirsch in diesem Land sein. Det er, at vi har styr på landet, og det er os, der bestemmer. Vi var grove på mange måder. Jeg kunne ikke selv se det, der stod midt i det, fordi det var, vi havde ret til det. Ja, das kannst du nur durchsetzen mit Brutalität. Clubs auflösen, angreifen, unter Druck setzen, sie knechten, sie zum Support machen. Das ist der ganz normale Gang, auch in Deutschland gewesen, Europa, überall auf der Welt, dann einmal Tabula Rasa zu machen. Wir haben nästen sammenlignet med, at amerikanerne synes, de har ret til at invadere et hvert land, når det passer dem, mens andre ikke har. Så vi var meget amerikaniseret på den måde. Ja, also so wurden wir amerikanisiert, genau wie die Amerikaner überall hinkommen und hier...
hier sind wir aus dem Weg und wir sind auf Platz 1. Genauso haben das die amerikanischen Hells Angels dann weitergegeben an die dänischen und so wurden sie amerikanisiert. Gut erklärt. Gut erklärt. The other local clubs doesn't like the Americanization that is going on and fight back. Hells Angels, det er et Marx-syndrom i Amerika, og det tror jeg, altså også, de glæder om. Hells Angels, Power-syndrom i Amerika, they think they can do it here too. Makrelen, Henning, Norbert, Knudsen. Ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist er erschossen worden. Wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist das, was ich auch immer gesagt habe. Wenn du da der Kopf von irgendwas bist, stimmt, dann triggert mich hart, aber andere Zeiten. Und ja, werden wir zurückkämpfen, Ansagen machen. The Noramindi Gang and the Filthy Few now join forces to oppose their rivals' dominance and become bullshit MC. And the war between the two is what puts Hell's Angel Denmark on the map. In bullshit, you simply become a member, get a vest, and you can leave whenever you want. Ja, also beim Bullshit MC war es dann wohl relativ einfach, Mitglied zu werden, oder man konnte seine Weste zurückgehen und auch wieder aussteigen, aber man hat sich zusammengetan, um gegen den Druck der Hells Angels, die dann gegründet worden sind, entgegenzustehen. Findet ein pinkes Armband schlimmer? Ja, das ist nur auf mein Mallorca-Armband, das muss ich noch eine Woche oder so, muss ich so tragen. Als Erinnerung an den schönen Mallorca-Urlaub. It's not like that with Hell's Angel. There, you have to earn your membership and it lasts for life. In contrast. Ah, for life. For life. Vorsichtig. Contrast to Hell's Angel, which has strict rules and a solid structure in all its chapters. Bullshit was very unstructured and, according to biker experts, the only one who could lead them was Mackerel. Without a structure and a reward system like the Angels, it becomes harder to get people to commit murder. The incentive is gone. Ja, da sehen wir ja auch schon den, also dass sie eigentlich nur einen Anführer hatten. Und das muss man sich vorstellen, was hier gesagt worden ist. Es gab keinen Anreiz, noch Leute zu überreden, einen Mordanschlag zu begehen, einen Mord zu begehen. Weil es diese Strukturen nicht gab, weil es diese Abzeichen, dieses Belohnungssystem nicht gab, aufzusteigen. Und hier sehen wir ja Makrel, Press of Bullshit. Ja. Muss man sich fragen, immer für was, ne? Ich bin Gott sei Dank, dass mein Leben nicht in einer der Kisten gerne des Knast oder Kiste. Gott sei Dank. Something that was going to be fatal for Bullshit MC. In 1980, Bullshit tested their rivals by walking into the Spunk Bar, a bar that was in the Union's territory. When Nielsen and the others show up, 15 members and supporters attack Bullshit, and their rival now flee into a small back room where there is only one way out, but Nielsen punches a hole in the door. However, glass and plates shower out of the opening. At that point, the Union draws weapons and shoots through the door. They have made it clear that Bullshit is not welcome here. They are saved when the Union flees upon hearing police sirens. Was für eine Story, ne? Was für eine Story. Ja, ist halt immer so ein bisschen. Ich war ja kein Freund von Sons of Anarchy. Alles doppelt, dreifach drüber und. Aber diese Dinge sind halt passiert, ne? Man ist mit Absicht ist man irgendwo hin und hat sich dann provoziert, weil man in die Bar eines anderen gegangen ist und war vorbereitet. Und dann sind die mit Supportern gekommen, diese Union, die dann Hells Angels werden wollen, sind dann rein, Tür gejagt, Schüsse, Teller. Dann gehört man Polizeisirenen, haut ab. Ja, das sind Dinge, Gott sei Dank habe ich damit nichts zu tun. But it worked. Bullshit won't return to this area. The Union have been hangarounds and prospects for almost 3 years when they travel to Switzerland for a 10-year anniversary there. Ja, also 3 Jahre Hangaround und Prospect Chapter, bevor man dann irgendwie aufgenommen wurde und dann sind sie zu einem 10-jährigen Jubiläum in die Schweiz. Ich glaube, Basel ist auch richtig alt, ne? Basel,
Das Basel Chapter, ist es Basel? Basel oder Zürich? Ich weiß nicht, da waren wir auch mal zu Besuch. Basel oder Zürich ist auch richtig alt. Und die sind alle zusammen und sehen so ein super aus und haben die Attitüde auf uns gucken, wenn wir kommen rein und denken, ah. At first they looked a bit angry, sahen sie wütend aus, wir hatten ein bisschen Angst. Men så da vi så er kommet helt ind, så kan de ikke lade være med at grine lige pludselig. Så begynder de at grine alle sammen, da der er en, der råber, welcome to the family, brothers. Og så er vi jo, klasker vi jo ryg, så er Hell's Angels Danmark jo medlem. Og det er en stor oplevelse. Ja, also nach 3 Jahren Hangaround wurden sie dann überrascht, nachdem sie dann zu Besuch in die Schweiz fahren mussten, wurden sie dann, wurden sie dann aufgenommen. Das hat er auch beschreibt hier, was für ein großer Moment wird, umarmt, welcome to the family und dann kriegt man die Patches und dann wird gefeiert und dann ist man ein eigenständiges Charter in Dänemark und hat dann auch die Möglichkeiten, dann in dem Land weitere Charter zu gründen und das ist natürlich ein großer Schritt gewesen. Eine Frage, wenn du mit deiner damaligen Einstellung geschossen worden wärst, wärst du noch 100%, also wo du noch 100% dabei warst, hättest du es damals in Kauf genommen, oder? Dann ist es halt so. Ja, ja. Nein, nein, ich gehörte nicht zu den Vorsichtigen. Ich habe gedacht, ja, dann ist das halt so. Das nimmt man in Kauf, wenn man das Leben 100%ig lebt, dann nimmt man das in Kauf und weiß, für den Club fange ich mir auch was. Und wenn Game Over, dann ist Game Over. Dann hängst du halt als Bild in irgendeinem Clubhaus. Toll. Kenne Leute, die 8 Jahre in Probe waren, ja, ohne Probleme. Alles, was härter ist als der Tiger-Enten-Club, ist mir zu krass, da ist der Aufstieg auch leichter. Ja, was auch leicht ist, ist diesen Kanal zu supporten, wenn ihr das wollt. Leute, Dankeschön bei ZEC Plus mit Philipp 10, 10% Rabatt, alle die Sport mal Dankeschön, checkt das mal aus. Ansonsten, wer gerne grillt, checkt das mal aus. Ihr wisst, Werbung manchmal muss ein bisschen sein. Dankeschön, Beef Bandits. Wer Bock hat, darf da gerne mit Philipp 10 mal auschecken. Richtig geiler Kram kommt da. Und ansonsten gibt es auch mein Buch, eine Biografie, nicht 3 Biografien. Und das gibt es bei King oder den Kongs, gibt es auch eine geile T-Shirt-Aktion, das gibt es signiert bei mir im Shop bei King oder den Kongs. Ansonsten checkt die Seite auch mal aus extremistlos.de und was das hier alles läuft. Dankeschön, Dankeschön an alle, die ein Twitch Prime-Abo machen oder Kanalmitgliedschaft oder das irgendwie auf eine Art supporten. Dankeschön, Leute. Well, I have to say, the Danish Hells Angels certainly proved themselves. They seem like good, solid guys. They knew what they were getting themselves into and they were committed to what they were getting themselves into. Das muss man über die Zeit dann beweisen. Und wenn man nach 3 Jahren dann merkt, okay, die fahren wirklich in die Schweiz, nach Holland, England, in die USA, bewerben sich drum, die wollen wirklich hier mitmachen, ja, dann kann das funktionieren. Dann wird man aufgenommen. Blondie now declares at a press conference that it is Hell's Angels who decides which patches can be in Denmark. There is no room for anyone else but Hell's Angels and their supporters. Ja, das sind immer die großen Ansagen, wo dann andere Clubs sagen, wir fragen die Hell's Angels, ob wir uns gründen dürfen? Auf gar keinen Fall. Und diese Pressekonferenzen und diese großen Ansagen, die haben viele der Clubs schon in Ärger gebracht, diese Ansagen. Diese Clubverbote und Kuttenverbote hat schon viel Ärger gebracht. Besonders die anderen großen Clubs sagen sich, Digga, wir fragen überhaupt niemanden. Wenn wir uns gründen wollen, dann gründen wir uns. At a pub near Hell's Angels headquarters, Bullshit Members sits down to drink far outside their own territory. Again, a direct provocation towards Hell's Angels. Det er jo fuldstændig vanvittigt at køre ud på Søpromenaden en 2-3 bullshitter og sætte sig ind på et, i godsøjne, HA-værtshus. Det er jo det samme som at bestille sin egen begravelse. Ja, altså immer wieder raus aus dem eigenen Territorium, was dann aufgeteilt war und dann in das Territorium der Hells Angels da hingesetzt, in einer Kneipe was getrunken, hat der Mann gesagt, das ist wie die eigene Beerdigung zu bestellen mit dem Getränk. The Hells Angels soon receive a call and they head to the pub with several members and supporters. Blondie kills 2 of them with a knife and injures a 3rd. Ja, was ist das? Da sind dann alles mit dieser Kutte, die man dann da bekommen hat und wir müssen jetzt das ganze Land unterdrücken, wir müssen das ganze Gebiet für uns beanspruchen und dann mit dem Messer da 2 Menschen getötet, weil die in einer Kneipe sitzen, ist für mich heute unvorstellbar. Ist einfach unvorstellbar. Es ist... Gott sei Dank lebe ich dieses neue Leben. Det var her HA begynder at sige, sådan er det. Vi har været nede på Vesterbro og fortælle jer, vi vil ikke have jer, og nu fortæller vi det her også. Og vi gør det på en måde, hvor vi siger, det må koste i år.
Das ist der Preis, den du zu bezahlen hast für die Kneipe, wenn du da hingehst. Hvad det vil, for dem, der deltager. Der var man villig til at tage en livstidsdom for at udleve den ideologi, man var en del af. Wie mir vorstellt, einfach mal schnell 16 Jahre sich einzukassieren, um dann da den Stand zu haben und diesen Aufnäher zu kriegen. 16 Jahre, Digga, rechne mal 16 Jahre zurück, da bin ich meinen 30. Geburtstag gefeiert, gerade in der Rockerszene. Gerade frisch. Digga, 29 war ich da. Oh, 16 Jahre schnell, um da, weil der in der Kneipe da gesessen hat. Boah. Ich wusste nicht. Weil ich bereit bin, auch 16 Jahre Gefängnis. Ist 16 Jahre Maximum in Dänemark Gefängniszeit? 16 Jahre ist dann Maximum? This was the incident that really caught the attention of the police and the public towards the bikers. Mange nævner den der bullshit Hells Angels krigen. Jamen lad os nu være helt ærligt. Altså, det var en udrensning af bullshit-medlemmer. Så. Also, was dann hier sehen wir ja Makrele, der dann ja auch getötet wurde. Und ja, was sie sagen, es ist eigentlich kein Krieg gewesen, sondern eigentlich nur, dass die, ja, das Töten von Bullshit-Membern. The message from Hell's Angels was crystal clear. Det var bare sådan noget, der udviklede sig. Nu gad folk simpelthen ikke finde sig mere pis fra Bullshit side, så fremover blev de bare slået ihjel. Fordi der er røget nogle af fjenderne, og det er der ikke nogen, der har et problem med. Det er jo sådan, som man er. Hvad fanden bilder de så ind og kommer rendende herude? Det er en flok fanatikere, og hvis ikke vi vil gøre, som de gør, ikke, så skete der altså bare lige det, der skete på Søpromenaden. Ja, Makrele, det sieht jetzt auch für mich nicht aus wie, ich bin jetzt einfach mal oberflächlich, aber hat eher noch sowas Weiches eher für mich. Ich weiß nicht, ob es dann nicht vielleicht besser gewesen wäre, zu sagen, okay, wir machen Support-Bullshit-MC, ich weiß es nicht, als diese ganzen Toten in Kauf zu nehmen. Wenn du weißt, die einen wollen es auf Biegen und Brechen durchsetzen und töten alle, inklusive mir und alle um mich herum. Und wenn ich nicht gehen, die gehen, so geht das also bare lige det, der skete på Søvrumlandet. The war now explodes, with both clubs trying to kill each other. Henning Norbert Knudsen, kaldet Makral, er på det her tidspunkt leder af den rivaliserende bande Bullshit. Du ved godt, at du står på en eller anden liste over nogen, der skal ja, myrdes, ikke? Jeg kan ikke løbe nogen sted hen og gemme mig. Det agter jeg sig sandelig heller ikke, vel? Jeg kan tage ingen vej tilbage. Alle bruger brændte og... Oh, es gibt immer einen Weg irgendwie raus und weg. Da im Fernsehen dann zu einer Reporterin gesagt zu werden, wissen Sie, dass Sie auf einer Liste stehen, dass Sie getötet werden sollen? Ja, ich werde nicht weglaufen, es gibt keinen Weg zurück und alle Brücken sind irgendwie eingestürzt. Ja, und irgendwie ein paar Monate später oder Wochen bist du tot. Hvad siger din kone til det her, du har en kone? Hvad siger hun? Hun lever med i det, ikke? She lives with it. Was sagt deine Frau dazu? Du wirst gejagt, du sollst erschossen werden wegen diesen Patches, die du trägst, wegen dem Motorradfahren. Ist schon hart, ne? Das ist schon hart. Bullshit responds by shooting at the Hells Angels and their clubhouse, and the Angels decide to kill the president of Bullshit in retaliation. Ja, dass das die Hells Angels nicht stoppen würde, wenn sie dann mal vorbeifahren mit dem Motorrad oder aufs Clubhaus schießen. Ist halt was anderes, als aufs Clubhaus zu schießen und die anderen nehmen sich vor, halt auf alle Member und den Präsidenten zu schießen. Der hat es schon richtig gemacht, der hat sich nicht mehr in die Nähe des Präsidenten gestellt. Und so denke ich, det er Makralen, der skal væk, for det er ham, der er den aktive, det ved vi jo fra de efterretninger, vi har. Nielsen offers to be the assassin and hides in a van, waiting for Mackerel to come out of his home. Also ich biete mich an, ich will unbedingt der Todesschütze sein. Das geht um diese Patches, die die verdienen wollen. Und das muss man sich vorstellen, der ist jetzt raus bei den Hells Angels. Diesen Patch, diese Kutte musste der abgeben. Und da sind die Prios klar verteilt. Club größer als die Familie, chillt auch Jerry, das ist so. Ja, ich mach das, ich nehme die 16 Jahre im Knast, dann will ich aber auch dieses Patch haben und mein Standing.
When he and his wife gets into their car, he starts shooting. En dør går op. Så kommer der en mand onde frem mod den her bil. Det går op for mig så og løber ud. Altså det man kan huske i dag, det er død. Så tror jeg det er mig han kommer efter. Så løber jeg rundt om hjørnet, der holder en pige en bil. And empties his entire magazine into Mackerel's body. In the midst of the commotion, the wife recognizes Nielsen, despite his disguise. Nielsen now flees and spends almost 3 years on the run. Check out my video about Nielsen for more on that. Das machen wir. Ja, aufgelauert, maskiert, Makrele seine Frau, Frau stürmt raus, das ganze Magazin in den Körper gejuckt. Für ein Patch, ne? Für ein Patch. Ich bin da immer noch, ja, was soll man dazu sagen? The Danish police now get a new tool that has been unheard of before, phone and room tapping. And with this, several Hell's Angel members unwittingly talk themselves into Nielsen's murder case. Tja, neue Technik kam auf im Kampf für Kampf gegen Kriminalität und einige seiner Gangmitglieder reden am Telefon über ihn. Vi var ikke forberedt på det her, fordi der havde aldrig været en aflytning før, jo. Og det var der, de sad og snakkede. Vi skal nok gerne have 50.000 flere. Four angels get sentenced. Ja, den kann man das noch fast nachsehen als Kriminelle, dass man damals noch nicht darauf vorbereitet war, dass Telefone abgehört werden, dass sie dann versucht haben, Geld zu organisieren, dass er fliehen kann ins Ausland und so weiter. Ist aber heute, wenn Leute sich auf Kryptotelefone und Telefone, glaube ich, immer noch Telefonüberwachung, immer noch eine der größten Waffen im Kampf gegen Kriminalität. To prison for aiding Nielsen. One of them gets 12 years. 21st of December. Oh, wegen Beihilfe auch schon mal 12 Jahre. Oh, diese ganzen Jahre, die kassiert haben, um da... Und jetzt verboten. 1985. Three prospects of Hell's Angel, Ludwig Ost and Dan Linge, walks into the bar Nemo in Christiania, which is the epicenter of bullshit's power. Nødskov Ludvigsen, kaldet Ludvig. Christiania ist ja auch diese freie Hippie-Community, da ging es wahrscheinlich auch um Geld verdienen und ja, werden die beiden Prospects da hingeschickt oder sind da hingegangen? Ole Bonnesen, som blev kaldt Ost, og Dan Lynge, der er sin kammerat, blev kaldt for den lille. Dan Linge claims they only went in there to listen to some gossip about bullshit and not to start a brawl or kill someone. Hvorfor skulle de lige gå ind i Nemoland? Og de er bevæbnede. De er bevæbnede, når de går ind. De ved jo godt, når vi går ind på Christiania, så går vi ind på bullshit-området. Eller i hvert fald det, der er tilbage af bullshit-området. Three bullshit members enter, including the new president, Hovding. A shootout breaks out in the bar, and Hovding and a local man is killed. Jeg får så overbalance. Man har stadigvæk... Ja, klingt komisch für mich, da in das Gebiet, in das Epizentrum des Bullshit-MC zu gehen und da zwei Prospects hinzuschicken. Was die zwei Prospects sich verdienen wollten, sollte jedem klar sein. Also, die werden da hingeschickt und gesagt haben, neuer Präsident. Ich meine, der alte Präsident erschossen, der neue Präsident erschossen. Wer von euch hat Bock, gerade Bullshit-MC-Präsident zu werden? Freiwillige vor, Leute. Kein Thema. Jemand Bock, Bullshit-Präsident zu werden? Ja. Klar da rein, Präsident kommt rein. Stell dir vor, die Hells Angels hören danach, pass auf, ey, ihr habt den neuen Präsidenten gesehen, ihr habt nichts gemacht, die sind da mit Waffen schon hingegangen, die wollten da angeblich nur Gerüchte hören. Also, ich hätte so eine Wahl zum Bullshit-MC-Präsidenten abgelehnt. Ich hätte gesagt, ich habe wenig Zeit. Wenig Zeit. Ich gehe aber erstmal auf Montage nach Kasachstan. Keine Ahnung. Weg.
Læg øjnene på dem op i baren. Og det her, det går så stærkt, at slet ikke, hvor mange mennesker, der egentlig er kommet ind. Ludwig and Ost gets long prison terms, while Dan Lynch became a police informant after being confronted with the evidence against him. Okay, einer der Prospects hat dann ausgepackt und... Planning to make a video about Dan Lynch, so I won't go into more detail about him in this presentation. He is the most damaging informer in Hell's Angel Denmark's history, and later joins Bandidos while still working for the police. Das für Geschichten kann sich nicht ausdenken. Dan Lynch wurde dann Polizeiinformant und war der den dänischen Hells Angels am meisten geschadet hat und ist dann bei den Bandidos rein, wo er immer noch ein Informant für die Polizei war. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, Fahrrad war schon immer mehr mein Ding. Kann man sich nicht ausdenken, diese Sachen. The same year, Hells Angels Denmark suffers their first casualty when Michael Hindholm Nielsen dies after being shot by bullshit member Peter Panic Espensen at a restaurant. Panic Peter was acquitted by the court who ruled it as self-defense. The year after, bullshit member Jan Sonberg is assassinated outside his clubhouse by Nick Larling Jacobson, who later becomes a member of Hell's Angels and earning him the patch Filthy Few. Digga, kommt da noch irgendjemand mit, wer wem erschießt, dann Bullshit MC in Notwehr, erschießt den Hell's Angel, dann ein Hell's Angel, erschießt den, wird dann Hell's Angel, kriegt dann den Filthy Few Patch. Digga, wer hatte denn zu dem Zeitpunkt Bock, mit irgendeinem T-Shirt von irgendeinem Club auf die Straße zu gehen? Vielleicht so ganz klein hier, so ein ganz kleiner Pin Bullshit MC. Kaum ist man im Clubhaus drin, Kutte an, oh Jungs, und wenn man wieder rausgeht, aber durch die Hintertür, aber ganz im Dunkeln. Pal Little Brother Blabjerg, the third president of Bullshit, was shot dead at work. Der dritte Präsident von Bullshit MC. Alter, wenn jetzt noch irgendjemand die Wahl annimmt zum Bullshit-MC-Präsidenten, der muss ja morbid sein. Der muss ja einfach nur morbide Gedanken haben. Uiuiui. Ja, das ist wirklich die Wahl zur nächsten Leiche. While delivering beers to an off-license store in Valby, by Karsten Breslov, a member of the Morticians. Breslov entered the store wearing a mask and shot Blabjerg at point-blank range. In court, Breslov claimed to have no regrets whatsoever, apart from not having killed Blabjerg's working colleague as well. He becomes Hell's Angels and joins his new brothers in prison, while earning the patch Filthy Few. Das sieht ja fast aus, also... Da muss bei Gericht auch erstmal sagen, ja, schade, dass ich den Arbeitskollegen hier auch noch erschießen konnte. Ich will gar nicht wissen, wie viele von denen nachher noch bei den Hells Angels geblieben sind. Wer von denen da noch dabei ist und dann hast du da irgendwie 16, 20 Jahre nachher für diesen Club da abgesessen. Bullshit had lost 8 members, almost half their numbers in Copenhagen. Alter. Hätte ich ja gar keinen Bock mehr damit zu machen. Die mordenden Village People, ja, so ungefähr. While Hell's Angels had almost the equivalent number of members in prison for murder. De fik svære ved at rekruttere præsidenter til Bullshit. For hver gang man var præsident i Bullshit, så var man slået ihjel. Det var som om, det var ikke så attraktivt at blive præsident i Bullshit mere. Og dermed begynder afslutningen på Bullshit. Ja, das hätte man auch früher beschließen können. Den Bullshit-MC zuzumachen, hätte man vorher beschließen müssen. Tut mir leid, da zu kapitulieren wäre da die einzige Möglichkeit gewesen. Whopper with Chopper, dankeschön. Rockerklubben Bullshit er nu jaget ud af Christiania, og på nær nogle få venner i Jylland har gruppen stort set ingen indflydelse mere i den danske rockerverden. In 1988, Bullshit gives up and disbands their club. It had been a crushing victory for the Angels, who now start spreading in the other Nordic countries, making Hell's Angels Denmark the leading chapter in the region, the ones to emulate. Jorn Nielsen now returns to Denmark to serve his sentence of 16 years in prison for the murder of Bullshit President Mackerel. However... Tja,
Krieg gewonnen, im Ausland gewesen und dann nach Dänemark zurück, um seine 16 Jahre abzusitzen. Dann hat die Expansion in die anderen skandinavischen Länder stattgefunden. Also Dänemark hatte immer einen ganz besonderen Stand. Aber es ist es ist in Finnland, Schweden später auch zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Die Idee, den MC aufzumachen, war halt mal Bullshit. Ja, so kann man es zusammenfassen. The police are mortified when they realize that Nielsen has become a celebrity because of the book he wrote and now signs autographs to admiring young people. Da erinnere ich mich dran, weil ich mir das Buch damals auch besorgt hatte. Und es ist auch so lange her. Ja, dass man dann so eine Art, das ist ja das, was ich heute auch so viel bemängel, dass es so viele Kriminelle als Vorbilder bei YouTube gibt, die das glorifizieren. Und das hat einen Einfluss auf viele junge Menschen. Und das hat es hier genauso, dass man als Held zurückkommt, Dänemark befreit hat vom Bullshit-MC und von anderen MCs, die Hells Angels hingebracht und man ist dann eine Persönlichkeit, wird gefeiert, dass man gemordet und getötet hat und dann Autogramme schreibt. Bog om sig selv og hans efterfølgende foredragsturné var med til at tiltrække rigtig, rigtig mange til det her miljø. Tid var jo rasende over det, og det var også en af de ting, som selvfølgelig de var sure over. Det var, hvordan kan han sidde og signere bøger der? Hvordan kan det være, du vil have Jynkes autograf? Det er fordi, jeg kan godt lide det, han siger. Jeg har da snakket med mange siden, som også er blevet medlem af Hells Angels, og de blev medlem, fordi de læste. Das glaube ich, das ist der Einfluss dieser Popkultur, diese Faszination des Bösen, Faszination von Kriminalität, die Suche nach dieser vermeintlichen Bruderschaft, da mitzumachen. Natürlich ist es einfacher, dann nachher mitzumachen, wenn dann Dänemark, wenn der Krieg zu Ende ist, ne? He also becomes a millionaire as a result of the success of both his autobiography and the children's book he wrote, dedicated to his stepdaughter in Canada. Das ist an mir vorbeigegangen. Der hat ein Kinderbuch geschrieben. Weiß nicht, gebe ich mir das mal? Ich bin ja wieder auf dem Lesetrip. Wow. Marshmallow Kappa Fishing, mein bester Freund, hat seinen Vater verloren aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen ähnlichen Banditen, falsche Zeit, falscher Ort. Ja, das tut mir leid. Kinderbuchautor. Medierne og offentligheden har et kæmpe ansvar i forbindelse med de her konflikter. Når man først oplever anerkendelse, så får man blod på tanden, og så vil man have mere af det. Rus og... Ja. Die Medien spielen da oft eine Rolle, wenn sie dann sowas berichten, glorifizieren, Interviews. Das hat oft was mit Glorifizierung zu tun. Man kann ja auch Presseartikel auf die eine oder andere Weise konsumieren, angucken und sich davon inspiriert fühlen. Und wenn du Anerkennung bekommst, hast du sozusagen an dem Honig geleckt und willst mehr, mehr, mehr. Sehr reflektierter Mann hier. Das gehört nicht. Ich sage an dem Milieu. Ja, wie wird von Sie von mir? Da war det helt klart en kæmpe faktor. Hvad vil medierne sige, hvis jeg gjorde det her? Tja, also die Motivation dann auch aktiv zu werden und dann diese Anerkennung zu bekommen, wenn du sie woanders nicht bekommst und auf einmal der kleine Rocker Nimmersatt ist so, Ralf. The Danish Hells Angels have a remarkable record. No other European country or chapter has killed more people than them. Hell's Angels now spreads and opens their first chapter in Norway in 1992, followed by Sweden in 1993 and Finland in 1996. Several former Bullshit members would later become Bandidos when they patched over their two first chapters in Denmark in 1993. Ja, wird dann doch halt nicht ganz vergessen. Man hat sich aufgelöst, zieht sich zurück. Aber du hast deine Brüder verloren und was liegt da näher als zu dem größten Rivalen zu gehen, zu den Bandidos, um dann auf irgendeine Art und Weise Rache nehmen zu können. Also das liegt natürlich nahe. Und diese Expansion ist von Dänemark gestartet worden, um dann ganz Skandinavien in Hells Angels Hand zu bekommen. Ja, neu formieren ist nochmal versuchen. Something that marked the beginning of the Great Nordic Biker War, the bloodiest and most violent biker war in European history. The Great Nordic Biker War between Hell's Angels and Bandidos
has its roots in the Quebec Biker War, occurring between 1994 and 2002, and can be traced all the way back to the mid-1970s. In what has been dubbed the first Canadian Biker War, when the Hells Angels entered Quebec by patching over the Popeyes Biker Gang in 1977. Das hatten wir schon behandelt mit Norm Boucher, aber den nordischen Bikerkrieg werden wir die Tage hier auch behandeln. Check out my video about that after you finish this. This later turned into the Quebec Biker War that quickly spread to Europe when bandidos started to make their presence known in Germany and Scandinavia. Several former members of Bullshit became bandidos, as did several former angels who had been left in bad standing. They now became brothers with their former mortal enemies. Shortly after the Morbids in Helsingborg, Sweden, became a probationary Bandidos chapter in January 1994. Ja, jetzt geht's ein bisschen schnell alles. Das werden wir noch in Ruhe behandeln. Also ehemalige Hells Angels, die dann rausgeschmissen worden sind, sind dann zu den Bandidos gekommen. Viel böses Blut, was dazu geführt hat. Rache, Rache, Rache hat alles immer viel auf persönlichen Befindlichkeiten, Ehrverlust zu tun und sich rächen wollen. Und dann ist klar, dann findet man neue Allianzen, neue Männer, neue Strukturen. Und dass das zum Krieg geführt hat, das sollte jedem einleuchten. Members of the Hells Angels Prospect Club Rebels strafed the club's headquarters with gunfire and later became a Hells Angels chapter in Haslar. The conflict reached Danish soil when two Hells Angels members were severely beaten by a gang of between 5 and 10 bandidos at the Stardust Discotheque in Copenhagen in 1995. I will cover the Great Nordic Biker War in part 2 and will focus on the happenings in Denmark in detail during the war. So make sure to subscribe and put on all the... Also, props gehen raus auf History. Notifications. So History of Magnus. Werden wir behandeln, Leute. Wild, wild, wild für diese Patches und dann raus. Jetzt former Hells Angel und dann 20 Jahre da weggeschmissene Kinderbuchautor. Ich kann nicht mehr, das ist zu doll. Leute, denkt dran, kommt jetzt rüber zu YouTube. Es gibt jetzt gerade eine Premiere, wie wir unseren ersten Prospect aufnehmen und unser Clublied aufnehmen. Kommt jetzt zu YouTube rüber. Jetzt raus über Twitch, jetzt zu YouTube rüber, falls das hier später zu YouTube kommt. Dankeschön, Leute. Dankeschön an alle, die das supporten mit Twitch Prime Abo oder Kanalmitgliedschaft. Dankeschön und ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.